So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted und zum Capella. Okay. Ich will eigentlich an dieses Seil da. Ja, na also. Aha. Wie auch immer er, also ich konnte ab hier fangen, ne? Nur mal so als Idee, dass sich jetzt jeder Spieler mal vorstellen darf, wie das wohl ausgesehen hat oder die Möglichkeit bestand, dass das so wirklich so ist. Wir wissen noch, dass wir einen Gegner haben. Das ist der Turm. Einen bösen Gegner. Oh no! There are dudes! I don't like it. Hauptsache der Rabe da. Ich könnte ihn ja ausnoggen. Fällt doch überhaupt nicht auf. Krähe, 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 krähe. Und dass der Kumpel jetzt da liegt, fällt nicht auf. Guck auch nochmal richtig hin, ne? Kann ja sein, dass er daneben guckt. Es ist so Bullshit manchmal. Gut. Wir haben nicht eine Kugel verballert. Ha! Mal gucken, Capella, wie lange du das aushältst, keine Kugel zu verballern. Ich bezweifle, dass wir damit ansatzweise überhaupt weit kommen. Uiuiuiui. Kann es sein? Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie in die Richtung sollen. Das sieht nicht so aus, als wenn das Spiel mich da haben will. Hä? Okay, jetzt nochmal ganz genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Wir können hier rein. Ach, die Tür geht da auf, oder? Bestimmt. No. Didn't work. Okay. Okay, das hat wahrscheinlich auch keinen tieferen Sinn hier. Kann ich mich denn vielleicht... Ah, Locomotion. Oh. Miso, Koilo, Kowski, Shuto on Fensto. Er ist hier. Er ist da. Oh, toll. Jetzt werden sie mich eh wahrscheinlich suchen. Ich habe ja geschossen. Von da aus, Moment. So, einfach so das Magazin immer wegschmeißen ist auch immer gut, weil wir hatten ja noch 6 Schuss drinne. Realistisch genommen müssten sie ja jetzt weg sein. Ganz streng genommen. Oh, guck mal, da schneit's doch glatt durch die Decke. Meine Güte. Da scheißt mir einer ja auf den Dach. Das gibt's ja wohl nicht. Sollen wir da etwa ernsthaft rüber hoch? Da falle ich auf jeden Fall runter. Da muss man jetzt kein Genie sein, um das verstanden zu haben. Wozu gibt es diese Leiter dann nach oben, wenn wir da nicht hinkommen? Ah, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Ich habe es gesehen. I have seen. Di, 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 di. Oder müssen wir da lang? Ah, look, 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 look. Aber, ach, ist auch egal. We try it. Oh, okay. Maybe not. Okay, wir müssen da anscheinend lang. Wir müssen hier Hüpfikowski, denn da... Nein. Das sieht so scheiße aus. Oh, Gottes Willen. Oh, so. Nächstes Areal. Wahrscheinlich kommt hier bald ein Gegner. Oder auch nicht. Ups. Wo ist eigentlich Frau? Stellung halten! Und worauf schießen Sie? Wahrscheinlich auf den
Auf den Yeti. Ich helfe mal mit. KI, ne? Ist egal, was da eben passiert ist. Ich hab meine Befehle. Was zum Teufel war das? Wie geil. Was war das? Oh, oh, hier bin ich überaus ungeschützt. Okay. Interessanterweise können die da. Ich hab keine Granaten mehr, ne? Scheiße. Keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Augen offen halten. Ach, euer Ernst, ja? Mhm. Das war lächerlich. In Deckung. Nein, du bist tot. Ach so, war ja nur eine Granate. Ich wäre einfach mal tot gewesen, aber er mit seinem super Anzug. So, wenn er jetzt immer noch lebt, dann mache ich das Spiel aus. Leute. Dann recht nett. Weil ich habe so... Was mache ich denn da? Das sind meine verkackten Letzten. Nein! Nein, Drake! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ernsthaft, einer lebt noch? Scheiße. Okay, es ist nicht verkehrt, alles einzusetzen. Wir warten, bis unser Leben voll ist. Ja, ja. Versteck dich mal, wir brauchen nämlich das Leben. Was? Er lebt immer noch?
Ernsthaft. Kommt's jetzt von... Kopf, 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 Kopf. Meine Güte, da musst du aber auch investieren hier. So, war's das jetzt? Bitte? Ach, guck mal, Raketenwerfer hätten wir hier auch noch bekommen. Alter Falter. Munition gab's doch zu Anmast. Weiß aber gerade nicht. Ah, wir können also nur eine Hauptwaffe und eine Nebenwaffe haben. Dann würde ich doch lieber bei der Waffe erstmal bleiben. Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt, wann ich aufgenommen habe. Scheiße. Okay, die Schrotze stelle ich mir zwar schon... Oh, macht keinen Scheiß, ey. Nicht diese Drecksviecher. Ich halte die nämlich für ernsthaft böse. Und da wäre ein Raketenwerfer doch gar nicht so schlecht. Oh. Was ist hier rechts? Da ist noch einer. Ja, du bist auch bald tot, um ehrlich zu sein. Ja, du kannst es aber leider, brauchst du dafür noch einen Partner. Oder auch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Kann auch sein, dass wir doch keinen Partner brauchen. Weil einen anderen Weg wüsste ich jetzt doch nicht. Egal. Gehen wir mal rein, mal schauen. Drücken wir mal Dreieck, bis der Aumen abfällt. Aumen. Okay, einmal unten, immer unten. Wo sind die bösen Monster? Oh! Ja. Die habe ich ja ganz vergessen, die Freaks. Gegen die willst du ja nicht kämpfen eigentlich, ne? Drei Schuss. Oh, gib mir die Waffe. Natürlich nicht. Super Sniper. Fünfhundert Schuss. Haben wir leider nicht mehr. So, Hamad. Toremi, wo kommst du denn weg?
Dein fucking Ernst? Jetzt darf ich alles nochmal von vorne machen. Lass mich raten. Ach, nee. Doch. Euer Ernst. Alter, nee. Da haben sich ja was ganz Tolles einfallen lassen. Was ganz, ganz Tolles. Wundervoll. Nicht nur, dass du erstmal das überleben musst. Nee. Es ist die einzigste Möglichkeit, wie du da... Ich sehe ihn! Los geht's. Kannst vergessen. Brauchst du ja nicht wirklich kämpfen gegen die ganzen Freaks. Das ist echt zu heftig. Lass das Ding fallen, bist du des Wahnsinns. Das ist so eine Geschichte bei Nathan Drake. Kreis ist gleichzeitig ausweichen, aber auch irgendwo, wenn du an so einer Tür hier stehst, immer wieder so ein taktisches Deckungswegschleichmanöver. Ja, Problem ist aber, wenn du gerade eher in Trouble bist und eigentlich schnell wegrollen willst, ja, Arschkarte, kannst du vergessen. Du kommst da nicht weg. Außer du läufst leider so, das widerspricht leider so dem gänzlichen Konzept des Spiels. Du läufst einfach nur weg. Das willst du aber nicht. Du hast eher Schiss und drückst Kreis. Ausweichen heißt das ja auch. Nicht umsonst. Wir wissen, dass zwei Stück kommen. Wir wechseln erstmal die Waffe, damit wir... Er trifft natürlich. Was, dass sich auch nicht traut, hier reinzukommen, ne? Die kleine Eben. Wo ist er denn? Manchmal die gleiche Scheiße wie der Gegner. Wir haben aber eine Schrotze hier noch irgendwo rumeiern, oder? Was das? Ja? Ernsthaft? Sind jetzt alle tot? Sieht so aus. Es sieht doch glatt so aus, als wenn wir das geschafft hätten.
Alter Falter, was eine Hausnummer hier. Stellen Sie hier diese Fuzzis da hier hin, ey. Yeses, 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 yeses. Oh. Daran merkt man immer bei Uncharted, dass man doch so langsam am Ende angekommen ist. Könnte ich das auch abbrechen? Dankeschön. Dass die Gegner halt einfach hier mit den schwersten Geschützen auftreten. So, das hilft mir jetzt aber hier auch nicht weiter, oder? Wo soll ich denn hin? Wahrscheinlich da oben irgendwie hoch? Ist es das, was ihr wollt? Aber wie? Wie? An die Tür komme ich ja da oben wohl nicht ran, obwohl es auch die Möglichkeit gäbe, von dort aus denn da rein zu hüpfen. Klettern Sie zum offenen Fenster. Ja, das war jetzt nicht unbedingt die der beste Tipp, aber nun gut. Okay. Wir probieren es nochmal. We try it again. Irgendwie wird man ja wohl da hinkommen. Wahrscheinlich so nicht. Nee, 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 so kommen wir da nicht hoch. Und von da aus wahrscheinlich kommen wir auch nicht wirklich weiter, oder? Also, Moment. Können wir nicht hier hochklettern? Nee, ist nicht erlaubt. Okay. Ach, guck mal, jetzt ist ein Balken darüber geflogen. Der war da vorher nicht da, oder? Ich glaube nicht. So, ich muss gleich den ersten Cut, glaube ich, machen. Ja, ein bisschen zu lange hier. Okay. So, und was jetzt? Das ist jetzt nicht wirklich der Super-Tipp hier, oder? Das ist es nicht, oder? Stimmt, ich bin von da oben gekommen, nicht von hier. Okay. Aber es bringt mir auch nichts. Ach, da ist eine Kette auf einmal. Sag mal. War die da vorher eben auch? Ich kann mich nicht dran entsinnen. Oder mir ist ja nicht aufgefallen. Ich sag jetzt nichts. Nö. Was zum Henker? Spiel! Was? Ich hab nichts gedrückt! Ja, doch, ich hab was gedrückt. Das ist in Ordnung. Regt mich gerade nur auf. Ich hab nur X gedrückt. Loslassen ist meines Erachtens immer noch Kreis. Aber. Ich kann mich ja auch irren. So. Und jetzt? Er lässt sich einfach fallen in jede. Ach, hallo? In jede andere Situation, oh, da ist eine Kante, ich muss ja da mich festhalten. Aber jetzt, wenn es drauf ankommt, nein. Nein, nein, nein. Da lassen wir uns natürlich einfach mal fallen. Nur um Capella zu ärgern. So, ja, aber mal ernsthaft, was will ich denn hier? Kann er sich da nicht festhalten? Aha. Und jetzt? Da passiert nichts, Leute. Kletter zum Fenster. Ja, aber wie? Wie? Raff ich nicht. Ah, sehe ich da Steine? Ja. Aber der Abstand ist doch dennoch viel zu weit. Es kann mir doch kein Schwein erzählen, dass ich von da irgendwie irgendwas erreiche.
Ich verstehe auch nicht, wozu sie die Kette da gemacht haben. Absolut nicht. Null, nada niente. Verstehe ich nicht. Da unten war ich drauf. Da ganz oben. Da ist doch nichts. Also. Moment. Was ist das da? Kommt man da irgendwie hoch? Nee, natürlich nicht. Das ist hier wieder so richtig useless Bereich hier. Einfach nur. Einfach nur Deko. Okay. Gut. Da ist eine Leiter. Da waren wir ja schon. Hey, du Witz. Da waren wir ja schon drauf. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht auf die Seite dann können und uns dann irgendwie langhangeln. Wir lassen uns einfach fallen. Okay. So, und also, wisst ihr, da, also, mal ganz im Ernst. Ich bin auf jeden Fall nicht schlecht oder so. Aber manchmal frage ich mich, wo will ein das Spiel haben? Wir haben hier den Hinweis, dass wir da oben hin müssen. Alles schön und gut. Wir sehen links einen Balkon, rechts sogar eher die wahrscheinliche Art hinzukommen. Aufgrund dessen, da das Geländer da schon weg ist und da auch irgendwas leuchtet. Und wir wissen, okay, wenn da irgendwas ist, dann werden wir wahrscheinlich dort auch irgendwie hinkommen. So, aber jetzt kommt der Knackowski in diesem verkackten Game. Ja, verkackt ist es nicht, aber... In diesem Spiel, ich bin gerade ziemlich in Rage-Modus, muss ich sagen. Okay, ich gucke mich nochmal ganz genüsslich um. Hier haben wir komischerweise wieder zwei Granaten. Okay. Und, also, du läufst hier einfach nur im Kreis. Das war einfach nur die Battle-Arena hier im weitesten Sinne, wenn man es so möchte. So. Also, wir gucken, wir gehen jetzt das ganz genüsslich an. Wir gehen das jetzt ganz genüsslich an. Ich sehe hier rote Scheißsteine, die viel zu auffällig sind, als dass sie nur zufällig da sind. Wenn ich ernsthafterweise von hier nach da schwingen kann, dann esse ich einen verkackten Besen. Das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Absolut nicht. Mhm. Lass mich raten, jetzt kann ich darüber hüpfen. Ja, ja, okay. Sorry, das, nee, das ist okay. Gut, wir sind weitergekommen. Das ist ja das, was zählt. Haben wir hier noch was Verstecktes? Auch useless, okay. Ah, oh, Mann. Manchmal macht einen das Spiel aber auch ein bisschen... Keine Ahnung. Warum ist da die Kette da? Ich meine, sehr viele Irrwege führen einen hierher. Und das mit den Steinen, wie ich finde, ist ziemlich... Klar, sie treten hervor, könnte man erkennen. Aber, ne. Ne, ne. Gut. Wir machen im nächsten Part... Oh Gott, bitte nicht nochmal irgendwas Böses hier. Wir machen im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Ich denke mal, ich mache hier jetzt erstmal den Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was blinzelt da oben? Ah ja. Gut, in dem Sinne, bis im nächsten Part.